Moin, moin, Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ja, im letzten Teil am Mittwoch haben wir hier Nitterson, nee, halt schon hier, doch Nitterson, bisschen angepasst. Die bekommen mehr Teile und Luthers Hauptbahnhof wurde ein bisschen umgebaut, bisschen verbessert und liefert hier natürlich alle Sachen hin, was man hier braucht. Das wird ein richtiger Güterbahnhof, wo auch dann mehrere Züge einfahren werden, um die Sachen zu verteilen. Wir kriegen hier natürlich Maschinenteile und Baumaterial, wo dann nach Nitterson rüber geht. Damit Nitterson hier natürlich ihre Maschinenteile bekommen und ein bisschen Baumaterial und natürlich Nahrung. Die Werkzeuge bekommt es ja vom örtlichen der örtlichen Werkzeugfabrik. So, wir müssen auch noch schauen, was wir noch so hin und her machen müssen. Auf jeden Fall geht's weiter nach dem Intro. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis gleich. So, willkommen zurück. So, jetzt müssen wir mal gucken, was man hier noch so anbinden können, umbinden können und verbessern können. Jetzt gucken wir mal hier mal Eastspring hin. Eastspring ist natürlich ganz gut aufgestellt. Da könnte noch ein bisschen mehr Nahrung geliefert werden. Aber da liegt es wohl noch hier an der Logistik, weil die Lebensmittellinie 2 da hat sich ein Fehler eingeschlichen. Da müssten wir mal nur auf Lebensmittel machen. Weil sonst kriegt die natürlich hier nicht das, was sie braucht. So, genau. In Luther habe ich, Luther war es, glaube ich, wo ich das Pilotprojekt gestartet habe. Wo ich, glaube nur eine Lebensmittellinie noch habe. Genau. In Luther habe ich das Pilotprojekt gestartet, ob das funktioniert, und es sieht eigentlich auch sehr gut aus. Deswegen würde ich das, glaube ich, auch in Nitterson genauso machen, dass wir keine 5000 Lebensmittelstationen mehr haben, sondern dass die Tram nur noch einmal eine Linie fährt und dort natürlich alles abliefert. Es läuft relativ gut, muss ich sagen. Und wir werden schauen, dass wir das auch jetzt hier noch hinkriegen. Jetzt der erste Teil, was wir machen müssen, ist hier einmal nach den Gebäuden schauen. So, wo haben wir hier überhaupt die Hauptlebensmittel? So, die Hauptlebensmittel befindet sich einmal hier und ja, da könnte man eigentlich hier umbauen, ne? Nur noch zwei Stationen hätte man eigentlich die Hauptlebensmittel erledigt, aber irgendwie welche machbar? So, da haben wir immer noch Brote. Hier haben wir noch Brote. Wenn ich hier natürlich gucke, da haben wir natürlich hier das ein oder andere. Ja, so muss ich gucken, genau. Wo hier natürlich verbunden wird. Ich würde gern, ich glaube, ich setze einmal hier an. Einmal hier. Ist der neue Lebensmittelpunkt. Einmal hier und einmal da hinten noch, einmal hier noch. So, das wäre die Hauptlebensmittellinie. Da würde ich wählen von dort nach dort nach dort nach dort. Zentrallager. Die springen Lebensmittel. Neu. So. Das ist schon mal weiß. Weil dann kann ich nämlich hier umbauen. Werkzeug. Eine Tramstraße hier rüber bauen. Ja, auch runter. Dass die hier schön im Kreis rumfahren können. So. Was wird hier eingeliefert? Lebensmittellinie 2 natürlich. Lebensmittel natürlich. So, wir machen das jetzt anders. Also jetzt gucken wir mal hier, dass wir hier einen optimalen Auswegspunkt für die neue Lebensmittellinie haben. Lebensmittellinie 2, wenn man die tue ich hier mal weg. Ne, hier neu, muss ich erstmal hier anwählen.
lade ich Lebensmittel und du ladest auch nur Lebensmittel ab. Du machst nichts anderes. Die Lebensmittellinie 2 ist nur für Lebensmittel gedacht. So, du wechselst auf Lebensmittel neu. Nummer 1. Ihr wechselt auf Lebensmittel neu. Nummer 2. Genau, da haben wir ja eh bloß zwei Linien für Lebensmittel. Kommen wir bei dir raus, Mann, hier. So. Und die Lebensmittellinie neu. Die läuft eigentlich relativ gut. Das sieht eigentlich schon mal gut aus. Die läuft, die fährt schon mal richtig. Die fährt schon mal einen richtigen Weg ab. Das passt schon mal im großen Ganzen. Dass wir hier, also ich will das jetzt machen, dass wir hier mal weniger Fahrzeuge haben, weil wir haben hier eh sehr viele Trams schon. Einmal Personentrams, hier haben wir zweimal zwei Linien. Ich weiß nicht mal, warum ich die einen nicht auf die anderen schicke. Kann ich nicht sagen. Linie verwalten, warte mal, das ist der Stopp 20. Machen wir das einmal so. Stopp 39, Stopp 20 kommt raus. So. Jetzt haben wir das schon mal einmal. Ne? Hier noch das für die machen. Stopp 20. Nach 20. Nach 20 kommt hier der hier. Und 20 kommt hier raus. So. Dann kann ich. Das ist nämlich nur Humbug hier. Ich verstehe es nicht, warum das so macht. Aber naja. Habe ich halt nichts gedacht, würde ich mal behaupten. So, und dann haben wir hier Treibstoff, zweimal Treibstoff. Dann schauen wir mal noch die alten Warenverteilerzentren an, wo noch was läuft. Weil ich will hier natürlich alles clean haben. So, hier läuft Baumaterial und Treibstoff. Hier läuft Treibstofflinie 3, hier läuft Treibstofflinie 2. Alles klar, dann tun wir hier mal umbauen. So, wir haben einmal Treibstoff hier. Dann würde ich sagen, bauen wir mit der Tram hier rein. Ne, genau, machen wir hier einmal so. Das ist einmal neu, Treibstoff. So. Einmal Treibstoff. Da deckt man schon mal ab bis da oben eigentlich, ne? So, halt schon, ich muss das hier wegmachen. Wir decken wir ab. Bis hier, also könnte man auch hier, könnte man hier nochmal eine neue hinzusetzen, aber nicht, ja, da ist halt ein Wegpunkt natürlich, Wegpunkt, aber hier, ne, müsste hier sein. Dass es gut wäre. Also wir lassen es ein bisschen andersrum. Ja, lassen wir es andersrum fahren. Lassen wir das ein bisschen andersrum fahren. Dann geht es nämlich auch. Es geht zwar ein bisschen bescheidener, aber es geht. Es geht, genau. Es sieht schon mal gut aus hier. Na, hier haben wir es. Genau. Zack, von dort aus. Von dort nach dort. Zentrallager. Kies bringen. Treibstoff neu. So. Muss ich natürlich hinschreiben mit neu und alt und tralala, hört, weiß der Teufel was. Aber ich würde sagen, dass wir hier haben wir eine Tramlinie, genau. Ich hoffe, dass die hier, genau, die fährt hier rein. Das sieht schon mal viel, viel besser aus. Also, dann müssen wir hier erstmal umswitchen wieder mit dem ganzen Treibstoffgedöns. So, Treibstoff auf Treibstoff neu, Treibstoff L2 auf Treibstoff neu.
Treibstoff. Wir haben sogar eine dritte Treibstofflinie. Treibstoff L3. Die kann man wegmachen. So, wie fährt natürlich die Treibstoffneue Linie? Gut, die fährt hier rein, fährt rüber, fährt hier raus. Optimal. Optimum, passt. Dann haben wir noch hier Baumaterial und Waren. Baumaterial könnten wir hier mit anbinden. Würden wir alles abdecken und Waren könnte man selber laufen lassen. Das wäre Optimum. Ausschrift Baumaterial und Waren. Passt. Mehr will ich ja nicht. Da haben wir hier schon mal einen Großteil hier weggemacht. Ne? Wenn mich hier so angucken, läuft hier gar nicht mehr so viel, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten. So, genau. E-Spring Lebensmittel neu. Der fährt hier rein. Fährt einmal hier runter. Da drüben raus. So. Baumaterial brauche ich auf keine Linien. Dann will ich nämlich die Lebensmittel neu. Dann will ich einen E-Spring auf die 7 setzen. Dass die hier einmal einen schönen Kreis fahren. Treibstoff fährt seinen richtigen Kreis. Und mehr haben wir hier aktuell nicht. Was ich jetzt natürlich machen muss, ist erstmal schauen, A, wie viel brauche ich? Und B, reicht es vollkommen aus dann? Und C, die richtigen Routeneinstellungen, weil nämlich hier auf der neuen muss ich hier nämlich auch schon mal, pass mal auf, das ist hier Treibstoff neu. Muss man hier natürlich auch einstellen, weil sonst ladet der das Zeug einfach, was er braucht. Und das brauche ich nicht, das will ich nicht, das bringt uns nichts. Das blockiert uns natürlich nur noch mehr den Resttransit, beziehungsweise den Resttransfer, die ganzen Sachen, was wir brauchen. Weil dann ist zwar gut, dass der dem anderen die Arbeit abnimmt, aber dann hat der andere ja auch keine Arbeit mehr. Ich sag mal so, aktuell sieht das mal gar nicht mal so schlecht aus. Wie viele Fahrzeuge haben wir eigentlich auf dieser Linie? Treibstoff neu. 2, 4, 5. 5 Trams fahren hier. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hier haben wir 2 für Waren und Baumaterial haben wir auch 2. Das sieht nämlich Optimum gut aus. Waren, Baumaterial haben wir nicht so viel. Das passt eigentlich, könnte man theoretisch sogar gesehen noch weniger, hier haben wir nämlich Baumaterial. Ja, es ist schwierig zu sagen, ob das reicht oder nicht. Auf allem hier Waren 2, ne? Und hier kommt Lebensmittel neu. Das Problem ist die lange Standzeit. Die dürfen nicht zu lange stehen. Und vor allem der eine ist ein 22er, der andere ist ein 44er. Dann müssen wir halt echt hier einstellen, Linienverwaltung, Lebensmittel neu. Die Standzeit maximale Wartezeit 90 Sekunden. Treibstoff genau auch 90 Sekunden. Soll nicht länger stehen. Sobald die länger stehen, haben wir ein Riesenproblem. Und zwar das Problem, dass sich hier Stauen anfängt und wir die nicht rauskriegen. So, wie schaut es hier aus? E-Spring Linie 90. Okay, gut, die Tram ist gerade reingefahren. Okay, das passt. Eurowings, oh. Hör mal auf, die Eurowings hat hier... Die Eurowings ist gut ausgebucht. Die Eurowings, Eurowings Linie... gut ausgebucht, aber hier kommt schon ein Actionflieger von Eurowings. Was ich jetzt nicht verstehe, ist halt hier der bucht voll und fliegt gleich wieder ab. Die kommen in kurzen Takt an, das ist
Nicht gut. Das ist nicht gut. Will ich nicht. Linie verwalten. Was haben wir hier? 3 Minuten, 3 Minuten. Das passt irgendwie nicht, sage ich mal. Lufthansa, was hat die? 3 Minuten, 3 Minuten. Ne, 3 Minuten, 100 Sekunden. Wow. 180. Deutsche hat auch 3 Minuten, 100 Sekunden. 80. So. Ja, verstehe ich nicht, aber es wäre geschickt, wenn die so versetzt kommen würden. Aber ich sag mal so, es ist okay. So, hier sind 80. Der ist gerade am Ende. Ne, der ist schon am B-Laden. Hier noch 8 drin. Jetzt fliegt der nachher mit 8 Mann zurück. Und das ist halt zu kurz, sag ich mal. Außer ich wechsle jetzt um. Na, 15. Aber das Problem ist halt, wenn ich auf ein größeres Flugzeug gehe. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so machen soll oder nicht. So, hier sieht es natürlich auch einigermaßen okay aus, sag ich mal, mit den Linien. Sind zwar wenig Leute dabei, wo mitwollen, weil hier die Züge schon im guten Takt kommen. Und die nicht ausgebucht sind. So, wie schaut es hier aus? Nein, das ist ein Material, ja. Ja, ich sag mal so. Jungingen, nein, das sind hier. Ich behaupte es mal so. Pass mal auf, Neidersen, wie viel braucht der Neidersen? Neidersen braucht 19 Baumaterialien. Der Zug kann laden. Wo haben wir? Zug kann laden 40. Fahrzeug verwalten. Bearbeiten. Der Zug kann laden 40. Cargo 20. Verstehe ich jetzt. Naja. Guck mal, der Ladebus 4. Das reicht auch so. Reicht so aus, dass wir hier mal mehr laden können. So, jetzt, ich weiß nicht, bei wie viel Meter ich war. Ich hoffe, dass es so trotzdem passt. Ich sag mal so, da bleibt halt ziemlich viel auf dem Weg, ne? Wir haben hier 20, 20 Maschinen. Aber der hat trotzdem noch genug Platz. Warum nimmt der die nicht mit? Warum nimmt er die nicht mit? Habe ich hier irgendwie was bei der Linie falsch eingestellt? Luthor. Nein, das ist ein Zentrum. Nein, das ist ein Zentrum, soll er eigentlich nur abladen. Und hier soll er laden. Mal das auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir nicht. Was brauchen wir da drüben? Der Güterhauptbahnhof. So, wir brauchen hier Rotbaumaterial. Werkzeug kriegt er. Braucht nur drei Sachen, was wir aktuell laden müssen. Und ja. Den Rest müssen wir dem hier gar nicht zuwenden. Weil ich sag mal so. Autosave. Okay, 106. Haben wir ein bisschen mehr geladen. Weil er blockiert halt hier, ne? 40 schon mal, wo sie bis 20 sind, das verstehe ich halt nicht.
Aber solange es läuft, läuft's. So, jetzt haben wir das schon mal erledigt. Wir haben hier in E-Spring die Linien natürlich verbessert. Beziehungsweise abgemagert. Ein bisschen weniger. Oh, wir brauchen auch nicht mehr. Also ich habe am Anfang gedacht, oh ja, okay, das ansteuern einzeln, das ansteuern. Nee, es geht. Leute, es geht. Ich zeig's euch. Passt auf. Wir gucken hier gerade mal kurz hin. Treibstoff. So. Nee, der ist leer. Treibstoff neu. 31, die ist auch leer. 32, die ist auch leer. 41 ist auch leer. Okay, warte mal. Wo ist die? Die hier. Der so. Guck. Wir fahren mal damit. Der hat hier aktuell 14 geladen von 44. Er konnte mehr laden, hat aber nicht mehr geladen. Jetzt schaut euch mal das an. Erstmal fahren wir hier durch die schöne Stadt durch mit sehr viel Stau. Okay, gut, wir haben eine Gütertram vor uns, wo überall anhält. Okay, hier sind auch Ampeln. So. Und jetzt fahren wir hier rechts. Leute, der ladet nicht die kompletten 14 ab, sondern er teilt sich das auf. Zack, er hat jetzt noch 6 übrig und die restlichen 6 tut er an der letzten Station abladen. Die restlichen 6 ladet er hier ab. Er hat an der ersten Station 8 abgeladen und an der zweiten die restlichen 6. Deshalb, und das macht er auch genau das gleiche mit dem Brot. So, hier ist Brot, hier ist 22 Brot. So, jetzt haben wir hier erstmal neue Treibstoff. Wir können es uns auch nochmal angucken. Ich kann hier mit Baumaterial mitfahren. Aber Baumaterial hat nur eins. Genau hier. Zack. Genau, wir fahren jetzt mit der dran mit. Die hat auf der Linie 3 Abladestellen. Und auf den 3 Abladestellen ladet er wirklich explizit die Menge ab, dass alle 3 gleich bekommen. Seht ihr gleich, an der ersten lade er vielleicht 5 ab, 6 ab, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. An der ersten hat er 9 abgeladen. Am zweiten ladet er 8 ab und am letzten 1. Er hat sich's aufgeteilt. Aber jede Station, jede Abladestelle hat was bekommen. Wenn wir hier reingucken, wir sind hier auch vom Level her. Wir beschicken alle. Wir beschicken alles. Alles ist hier fast auf dem Maximum. Die Leute. Na, Einwohnerzuwachs, ja, gut, Geräuschkulisse mittelmäßig, die müssen wir jetzt schon schauen, was es liegt. Aber wenn wir genug Material bekommen, dann klappt das. So, wir haben hier, ach, wächst im schadhaften Zug hier, wo uns natürlich was wegnimmt. Ich glaube, mal gucken, ob wir den ersetzen können durch einen leiseren Fahrzeug verwalten, dass da leisere Züge gibt. Hier Diesel, ne? Emissionen 66, 62. Elektrisch. Emission 55, 56. Oh, 54. Emission 60, 9, 8. Ah, hier Ruhe. Ja. 67. Ja, müssen wir halt hier mal gucken, dass wir hier eventuell eine S-Bahn hinbringen. 60, 59, 58. Eventuell hier eine S-Bahn. Hier guckt Emission 61. Ah, guck, der hier wäre der 160er Schleiser. Aber ich will hier keinen so einen komischen Wagen losschicken.
sondern ich glaube, es wird eine S-Bahn. Elektrisch Baureihe, genau. Was hat die nochmal? 54, die kann 155. Dass wir die Emissionslage hier durch die Stadt durch auch schon mal ein bisschen runterdrücken können. Dass hier doch ein bisschen leise wird. Es ist zwar hier schon laut vom Bahnhof her. Ich bin froh, dass ich den Flughafen so weit rausgebaut habe. So weit wie es geht. Aber hier ist es halt doch ein bisschen laut und durch den Zug hier auch. Wenn es vielleicht einen Mod geben würde mit Schallschutzwände, dann werde ich die hier wahrscheinlich vermutlich platzieren, dass die Stadt doch bis, dass es der Stadt doch besser geht. Aber ja, der schwankt hier, seht ihr, ne? Matt, er kriegt nicht wirklich das, was er braucht an Waren komplett. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Und hier unseren ZOB, den ganzen Linien, die wir hier umsteigen können auf dem Flughafen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so ganz so schlecht aus. Aber ich habe es ja schon anders gemacht. Ich habe hier Airport-Zubringer, habe ich hier an diese Linie angeschlossen. Die steigen hier ein, fahren rein und ja, die anderen sind auf der Linie. Die fahren, glaube ich, nur bis hierhin, um dort auszusteigen. Weiß nicht, wahrscheinlich ist die Linie auch schwachsinnig, aber wir können es auch ein bisschen oben ändern. Wir können hier sagen, okay, wir haben hier ziemlich viele Warenhaltepunkte jetzt, aber nicht mehr ganz so viele. Ich würde sagen, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also wirklich hier einmal anfahren in die Stadt. Einen Zubringer nehmen, in die Stadt anfahren und dann raus als Zubringer, könnte man auch überlegen, ob es vielleicht doch nicht besser wäre. Stopp 17, jetzt pass mal auf, 31, vor 31, nehmen wir den hier. Genau, ich sag mal so, hier soll er nur laden. Und die anderen kommen weg. Die anderen kommen weg. Moment. Wegpunkt genau dort. Breslauer Straße. Ja, ich glaube. An der Breslauer Straße fahren wir hier rein, dass wir hier unten rum unsere Ruhe haben. Beziehungsweise es war eigentlich nur das Hauptproblem vom Stau hier, ne? Von dieser Kreuzung, von dem Kreuzungsstau. Ja, ich lasse sie da auch runterfahren, dann sind sie ja aus dem Schneider, dann sind sie weg hier. Wenn ich hier überlege, hier können alle hingehen, ne? Zum Airport-Zubringer. Aus der Stadt raus. Ist natürlich auch besser. Würde ich jetzt mal empfehlen oder beziehungsweise denken. Ich könnte auch dann. Ja, nee, hier habe ich ja dann. Habe ich einen Zubringer, ne, wo hier ein Airport fährt, wo auch noch Leute aus der Stadt hier zusteigen und wo hier mitgenommen wird, ne, ZOB Airport Linie verwalten, ja, überall steigen sie ein, das passt, finde ich schon mal okay. So, hier wartet Eurowings 1 auf die Eurowings 2, bis die hier rankommen kann. Da muss sein. Der Traffic, der Personenverkehr, der steigt auf jeden Fall. Weil hier warten schon 42 für. Geht die hin? Die 42, genau, nach Neidersen. Finde ich auch okay, dass die hier nach Neidersen wollen. Ist natürlich ein schneller Reiseweg. Also, anguckt, Neidersen wächst eigentlich auch relativ gut dann. Und ich denke mal, Luther sieht gut aus, bis auf Baumaterial. Baumaterial könnten sie mehr haben. Sonst kann man hier gucken, Baumaterial, an was liegt's?
An was liegt's? Oh, gutes Güterrennen. Hier kommen Sie rein. Ah, immer. Ja, passt. Es ist alles, alle, die wo was weg haben wollen, haben es weg. Mehr können wir nicht abtransportieren. Wir haben hier Lieferanten 100%, Abnehmer 100%, passt. Ist die Strecke wahrscheinlich zu lang oder ich weiß es selber nicht. Isbring Luther 55 fährt gerade rein. Luther Pacho fährt raus mit 279. Das ist Zug 44, Zug 26 ist schon auf dem Weg. Ist natürlich auch nicht das Wahre, was es werden sollte. Dass die in so einem kurzen Abstand jetzt hier sind. Aber was soll's, die tun wir noch kurz eintakten. Luther Pacho. So, Luther. Mindeste Haltezeit. 10 Minuten. Muss ich warten, bis der drüben angekommen ist und abfährt wieder. Dass die zwei Züge auf jeden Fall mal im gleichen Takt fahren, ist mir sehr wichtig, dass zwischen Luther und Paschow ein gleicher Takt herrscht, weil es halt doch dann zu bestimmten Sachen kommen wird, wenn die zwei zu schnell sind. Und so können wirklich die Leute von A nach B fahren im Minutentakt. Dann passt der Takt zu 100%. So, jetzt warten wir, bis Paschow zufährt. Darf der von Luther auch zufahren? Nur kurz warten. Nur kurz warten. Halt, komm. So, 3 Minuten, 180 Sekunden. So. Ja gut, der hat hier jetzt. Dem hat man jetzt hier eine Zwangsbremsung eingeleitet, weil der doch Zug 39 früher rausgekommen ist. Der kommt hier nicht auf Fahrt. Na, hier kommt schon der eine vorbei. Reicht irgendwie nicht ganz. Deswegen leider schade, aber einen Versuch hätten wir machen könnten. Er kommt bloß auf die 160. Ich würde mal sagen, pass mal auf, das sind hier was für eine. Das ist mit vier Waggons. Kann man austauschen. Das sind natürlich die hier. Vierteilig. Werden neuer gemacht. Damit wir hier das natürlich die Qualität erhalten, dass die Qualität erhalten bleibt. So, Parshow hat noch keine Waren, hat noch gar nichts bekommen von mir. Ich sag auch so, ich gucke auch immer, dass ich Step by Step die Städte anschließe, mit Waren versorge. Wenn ich gleich alles auf einmal machen würde, dann wäre es natürlich zu overclosed oder overopening. Und deshalb mache ich eins nach dem anderen. So, der bringt hier, na, die Plastikteile hier hin. Abnehmer, ne, Paschow. Maschinenfabrik 200. Genau, Maschinenfabrik 200 ist der getaktet. Wenn ich hier mir das noch angucke, kurz. Ölteppnang Plastik, das ist einer. Ja, 224, das ist optimal, was ich hier einstellen kann. Guck, hier kommt auch der Ölzug komplett, ne? Oh, 14. Oh. Wenn man, die kommen nicht mehr voll. Kommen die schon von der gleichen? Ja, die kommen vom gleichen. Die kommen vom gleichen. Was stimmt hier nicht? Oh, 1500. Die verwalten.
1500. Laden die nicht voll? Kommen sie hier mit wieder vollgeladenen Fahrzeugen? Ich weiß jetzt nicht, warum die nicht vollgeladen kommen. Weil der eine kommt hier nicht vollgeladen, dann. Na, siehst du? Nicht ganz vollgeladen. Und die kommen hier halt schon geladen, gut geladen. Öl 2, Rohöl. Ich habe hier eigentlich eine gute Taktrate. Aber egal, solange die fahren, fahren die. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Heute mal wirklich eine sehr kurze Folge am Freitag. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis Montag. Haut rein, euer Nikis Gaming TV. Bye, bye.